Außenbereich ist häufig sehr stark vernachlässigt und als Bildungsbereich nicht gestaltet. Und die Vorstellung von mir zu Beginn und zum Start des Projektes hier war, welche Wirkung hat der Outlast-Baustein, die Outlast-Baustein-Spielstelle für das Spielen von Kindern? Also wir haben gesehen, dass in dem Spiel mit den Outlast-Bausteinen also sowohl mathematische als auch technische, naturwissenschaftliche Themen stecken, als auch ästhetische Fragestellungen eine Rolle spielen, dass wir ganz viel unterschiedliche Formen von Zusammenspiel sehen. Also wir sehen Kinder, die alleine spielen, oder wir sehen Kinder, die in intensiven Spielgruppen spielen. Es gibt größere Gruppen, es gibt kleine Gruppen, also ganz viele verschiedene Konstellationen ergeben sich in dem Spiel. Also wir können beobachten, welche Schemata die Kinder benutzen, um mit dem Material umzugehen, welche Verhaltensweisen sie zeigen. Also das Schema rotieren, wenn sie sozusagen Gegenstände darauf kreisförmig bewegen, Linien bauen, Schrägen bauen, dass sie etwas verstecken, verhüllen mit Laub, mit Sand, dass sie hoch, etwas hochbauen. Ich finde es für diese Altersgruppe schon erstaunlich, wenn die Kinder also länger als eine halbe Stunde sich intensivst mit etwas befassen und auch nach dieser Stunde noch den Eindruck vermitteln, sie könnten noch viel länger dort verweilen und spielen und experimentieren und ihren Ideen nachgehen. Ich habe gesehen, so am Anfang, als dieser Schrank aufgemacht wurde, konnte man sehr schön sehen, wie die Kinder gleich ins Explorieren kamen. Also sie haben gleich entdeckt und geguckt, was gibt es, wie viel gibt es, was kann ich damit machen. Und dann hatten sie eigentlich auch schon ziemlich schnell ihren Plan so für sich. Und zum Beispiel war bei einer Gruppe von Kindern das Thema, eine Murmelbahn zu bauen. Da kam dann diese Phase, wo die Kinder auch so einen Blick fürs Detail bekommen haben. Da ging es dann plötzlich nur noch um kleine Dinge, die verändert werden müssten. Etwas schiefer, etwas höher. Wir brauchen noch einen bestimmten Baustein, der ist zu groß, der ist zu dick. Das war eigentlich sehr schön zu beobachten, wie dann auch die Details wichtig wurden. Und letztendlich ging es den Kindern nicht nur um die Funktionalität, dass es sozusagen funktioniert am Ende, sondern auch um die Ästhetik. Sie bauen sich zum Beispiel dann eine Küche und diese Löcher in diesen Bausteinen, die dienen dann als Tasse und als Kanne und als Kochherd, habe ich auch schon gesehen. Und dann kommt da Blüten rein, da kommen die Kienzapfen rein, da kommen die Steine rein, da kommt der Sand rein und dann ist das Essen für die ganze Familie. Wir haben viele Stöcke im Garten und da werden die Löcher halt benutzt. Und dann wird aus dem Baustein dann auch schon mal ein Pferd, was halt vorne einen Kopf hat und hinten den Schwanz. Oder die Stöcke werden einfach nur quer rübergelegt und wird eine Brücke aus dem Stock gemacht. Was sehr gut angekommen ist, war diese Maurerkelle und dieser Spachtel dazu. Und dann noch eine Wanne mit Wasser und Sand. Und das ist sowas wie ein Highlight. Da waren ganz viele da und die haben sich sehr lange damit beschäftigt. Manche haben das wirklich als Mörtel benutzt und haben auf die Steine mit dieser Maurerkelle den Sand raufgetan und dann erst die anderen Bausteine darauf. Da sieht man, dass sie Erfahrungen aus anderen Bereichen mitbringen. Also die Kleinkinder, die haben sich diese Maurerkellen genommen und haben die erstmal daneben gelegt und mit Händen dieses Sand-Wasser-Gemisch rausgeholt und haben neben dem Baustein so Türmchen gemacht. Oder einfach einen Baustein genommen und den Sand auf den Baustein verteilt, so als Turm aufgebaut. Und dann erst den Spachtel genommen und es mit dem verrieben oder Löcher reingebohrt. So einfach einfache Handlungen ausgeführt. Und die Größeren haben dann schon verstanden, wie das mit der Maurerkelle geht und dem Mörtel und haben die Steine auch so aufgebaut. Oder hatten einfach Spaß dran, die Steine von allen Seiten einzureiben mit diesem Gemisch.
Definitiv steckt da auch der Bildungsbereich Mathematik mit drin. Genau, es geht um Größe, um Form, um die Anzahl der Löcher. Ne? Dann zählen sie sie, damit sie dann an den Stecksystem auch passen. Sie kriegen Begriffe wie groß, klein, rund, eckig, 1, 2, 3, 4, 5 Steine. Ich glaube, ich habe auch mal gehört, dass der eine sagt, wir brauchen noch einen Vierer oder ich brauche noch einen Dreier. Dann meinen sie wahrscheinlich die Anzahl der Löcher, die auf dem Stein sind. Ne? Und bei jüngeren Kindern ist es manchmal einfach auch das Tun. Ich tue jetzt einfach, ich stapel alles aufeinander, ich habe noch keinen Plan und dann gehe ich auch wieder. Ne? Und bei den Älteren sieht man so, sie wollen dann, das soll funktionieren, das soll gut aussehen. Und die haben für sich dann einfach einen Plan. Und dafür bieten die Bausteine natürlich eine gute Gelegenheit, das alles auszuprobieren. Weil sie sind nicht großartig vor, also sie haben keine Vorgaben, ne? Also sie sind nicht rosa oder blau und am Ende fehlt ein grüner Stein oder so, ne? Sondern sie sind sehr natürlich belassen und dadurch kann man damit, denke ich, auch die Fantasie der Kinder gut anregen. Ne? Also die werden da nicht so abgelenkt von unnötigen Details. Also was ich auch beobachtet habe, ist, dass Kinder sehr hohe Türme gebaut haben und dann nochmal selber getestet haben, wie stabil sind die Türme, indem sie sie umfasst haben. Ja, und dann langsam losgelassen haben, um zu schauen, steht er noch, bleibt er stehen oder muss ich eine Etage wieder herunternehmen? Also das Prinzip von Balance, von Stabilität zu erfahren. Beim Einräumen gefällt mir halt dran, dass es halt Art wie Puzzle halt ist. Das ist auch für die Kinder halt sehr schön, weil es halt wirklich wie ein Puzzleteil ist, das man wieder irgendwie zusammenstecken muss. Und ich finde das auch eine schöne Spielsituation, weil die Kinder bei uns in der Gruppe puzzeln auch sehr gerne und sie puzzeln auch sehr gerne den Schrank wieder zusammen. Die Kinder führen lauter verschiedene Tätigkeiten aus. Also sie stapeln, sie legen, sie balancieren etwas aus, sie befestigen etwas, sie stützen etwas ab. Das sind lauter Verben und die sind ja tatsächlich die, die Kinder am schwierigsten erwerben. Also Hilfestellung zu geben beim Erlernen von Verben ist eine außerordentlich sinnvolle Angelegenheit. Als integrative Erzieherin hier in dieser Kita habe ich vorwiegend ja auch mit Kindern zu tun, die sozial, emotional nicht so gut sich im Gruppengeschehen mit integrieren können und auch viele Sprachdefizite aufweisen. Und von der Warte her freue ich mich sehr, dass ich diese Kinder immer wieder zu diesen tollen Bausteinen führen kann und sie mit involvieren kann. Dort haben sie die Chance, integrativ um Material zu kümmern, indem sie dann nach diesen Fragen die anderen Kinder fragen und sie versuchen, die Kinder dabei anzusehen und die Frage sprachlich zu äußern und die Antwort abzuwarten und sich dann auch zu bedanken. Und das Strahlen der Kinder ist so schön dann zu erfahren. Ein Kind ist, fällt mir gleich ins Auge, was ich beobachtet habe, wo die Entwicklung wirklich sehr weit nach oben gegangen ist. Sein Kind, was kaum spricht, also sehr zurückhaltend ist. Und er hat sich halt im Spiel mit dem Baustein halt sehr geöffnet, sich anderen Kindern anvertraut und auch eine Verbindung aufgebaut zu den anderen Kindern. Also das habe ich schon beobachten können, dass dieses Kind halt wirklich richtig aufgeblüht ist beim Spiel und wie gesagt auch mit den Kindern einfach eine Verbindung geschafft hat. Und dieses Kind ist halt sonst immer zurückhaltend, eher ein Einzelgänger. Und im Spiel mit den anderen Kindern ist er wirklich aufgeblüht. Ja, also ich konnte auch beobachten, dadurch, dass es ja auch nur eine begrenzte Menge an Bausteinen sind, dass letztendlich die Kinder auch dazu aufgefordert sind, miteinander in Kooperation zu gehen, zu verhandeln, zu sagen, na gut, dann machen wir das anders, weil also auch Lösungen zu finden und Konflikte miteinander auszuhandeln. Es ist einfach so, dass gerade auch bei den Outlast-Bausteinen deutlich wird, dass die Kinder untereinander in den Dialog gehen und sich Hilfestellung geben. Also dass wir als Erwachsene eigentlich uns gut im Hintergrund bewegen können und Dinge, die Prozesse, die in so einem Spiel sich ergeben, wirklich gut zu begleiten. Es ist wichtig, dass wir als Pädagogen den Kindern auch den Freiraum lassen, mit den Materialien sich zu beschäftigen und sie zu ermutigen, einladen und wie gesagt mit dabei sitzen im Spiel sozusagen, also auch mit bei den Outlast-Bausteinen.
Es ist unheimlich wichtig, dass die Kinder, dass wir ihnen das Vertrauen geben. Sie sind im Spielen, sie sind im Tun, im Probieren. Und da ist es ja auch manchmal ein bisschen schwierig, Situationen auszuhalten, wo wir vielleicht denken, wo wir die Kinder unterstützen müssten im Spiel, wenn sie zum Beispiel Dinge zu hoch bauen oder wo wir denken, da könnte was umkippen, da nicht einzuschreiten, sondern die Kinder eben selbstständig weiter gewähren zu lassen. Und das ist die tolle Herausforderung, weil wenn man sich darauf einmal einlässt, entwickeln sich eben ganz tolle Dinge bei Kindern. Wir sind damit so umgegangen, dass natürlich ist es so, dass es gibt ja auch immer bei den Kollegen, die ein bisschen ängstlicher sind und manche Kollegen, die eben sagen, na, das halten die Kinder schon aus, das schaffen die, wir können Vertrauen haben und da eben wirklich sich kollegial auch beraten und auch zu unterstützen, zu sagen, nee, wir denken, wir können das zulassen. Also die Erfahrungen haben wir nicht machen müssen, dass wir die Kinder in dem Fall stoppen mussten, weil diese Outlast-Bausteine oder überhaupt die Community-Play-Things-Bausteine und Materialien haben ja wirklich eine ganz tolle Haptik. Sie sind schwer, aber sie sind auch gut handhabbar für die Kinder. Und wenn ein Kind alleine es nicht tragen kann, können zum Beispiel bei den großen Kisten, können zwei Kinder sich tragen helfen. Und diese Unterstützung holen die Kinder sich auch untereinander. Immer mit dem, natürlich, wir Kollegen sind ja dabei und wir sind auf der Augenhöhe im Dialog mit ihnen. Es gibt Tage, da brauchen die Kinder leichte Anreize und werden angeleitet und bekommen leichte Impulse in das Spiel gegeben. Und dann gibt es Tage, wo es nur darum geht, dass wir begleitend dabei sind. Dass wir Fragen stellen, dass wir schauen, dass die Kinder das gerecht untereinander aufteilen und dass die Kinder sich nicht streiten. Aber sonst, die Bausteine haben so eine hohe Wirkung auf die Kinder, dass die sofort am Spielen sind und sofort anfangen zu bauen damit.